Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, was gibt's denn heute mal wieder schön Neues? Nix, ich hab nix gefunden. Nicht in der Presse, nicht im Fernsehen, nicht im Radio, nix Neues. Also, die Politiker machen da immer noch ihren gleichen Scheiß. Die Öffentlich-Rechtlichen drehen das so, dass der gleiche Scheiß schön aussieht. Also, nix Neues eigentlich. Ja. Was mache ich denn hier überhaupt? Wieso machen wir denn überhaupt ein Video? Herr Ratnarök! Ratni! Der hört auch nicht, wie immer. Ich sage, nichts Neues. Also, doch, gibt was Neues. Nein, eigentlich einen alten Hut. Aber nach dem Intro mache ich dich schlauer. Willst du? Boah, der brüllt ja wieder rum, das ist ja... furchtbar. Absolut furchtbar. Wenn der anfängt rumzubrüllen, dieser Knollt. Naja, da wollen wir mal hören, was er da Schönes heute von sich gibt. Ja, nochmal. Hallo Leute. Hey, also, ich überlege, mache ich heute ein Video? Gibt ja nichts Neues. Und da fiel mir ein... Ich hatte heute auf Malore einen richtig schönen Scheißtag. Da buddelte ich morgens aus dem Bett, eben schnell ein Käffchen rein, Stulle für den Tag schmieren und pünktlich um 5 Uhr in der Firma sein. Ne? Wie sich das gehört. Ab, Papiere geholt, Schlüssel geholt vom Bock. Ich denke, wieso liegen da so viel Papiere? Die Tour heute dürfte doch gar nicht so viel Papier haben. Pustekuchen. Ah, wie? Pustekuchen. Haben Sie dich wieder rangekriegt, ne? Muss wieder mehr arbeiten. Ja. Aber das große Ding ist ja, da hat sich wohl in einer anderen Niederlassung von unserer Firma da, ne? Einer krank gemeldet. Der hat sich krank gemeldet. Ja, ich weiß nicht, wer da hat. Wahrscheinlich juckt wieder der Nagel vom dicken Onkel. Und er geht am Doktor, ne? Gibt ja so Leute. Soll wirklich solche Leute geben. Nichts haben, außer akute Unlust. Ja, akute Unlust hast du ja auch immer. Ich übrigens auch. Ist eine geile Krankheit. Akute Unlust. Halt jetzt die Klappe, Ragni. Ich bin dran am Erzählen, wie der Tag so war. Nee, und dann blätter ich da so ganz gemütlich die Papiere durch und sehe das denn, ne? Da muss ich meine Tour fahren. Ja, wenn ich 5 Uhr anfange, komme ich so 5:30, 5:30 vom Hof runter, mit Laden und Vorbereiten und so, ne? Und dann fahre ich los. Und da hätte ich heute mal einen schönen Schilling gehabt und wäre um 13:30 fertig gewesen. Hatte ich so gedacht, Pustekuchen. Da liegt dann da noch 13 Kunden von einem Spacken aus einer anderen Niederlassung, der meint, nach dem Onkel Doktor gehen zu müssen. Gelben Schein, muss nicht sein. Lieber Kollege, hallo, das bleibt an anderen kleben. Ja, Arbeit muss gemacht werden. Die Kunden warten und die Kunden haben bezahlt. Und wenn der Kunde bezahlt, musst du die Arbeit machen. Ja, ich mache ja meine Arbeit. Aber ich mache doch nicht Arbeit von anderen, die meinen, sie haben, was weiß ich, einen Zeckenbiss oder einen Mückenbiss oder sonst irgendeine Kleinigkeit. Meinst du, das ist eine Kleinigkeit? Ich weiß nicht, was er hat. Ich weiß es nicht, aber verdächtig ist, dass immer die gleichen krank sind. Immer und immer und immer wieder. Ja, jetzt wo du sagst, so bei mir in der Firma ist das auch, da kannst du die Uhr nachstellen. Schütze, Arsch, Bauch, Panther oder Talala, komm, montags nicht, immer krank. Oder Julchen von der Aide, die immer freitags krank ist. Ja, immer. Ja. Jetzt, wo du sagst, echt, fällt auf. Hey Leute, kennt ihr das auch? Kennt ihr das auch bei euch in der Firma? Hallo, ihr da, kennt ihr das? Schreibt mal schnell in die Kommentare. Natürlich kennt ihr das. Herr Ragnarök, das gibt's in jeder Firma, diese Verpisser. Die einfach meinen, ich habe heute akute Unlust, ich gehe nach dem Onkel Doktor. Ja, dass die anderen dann mehr schaffen müssen. Interessiert diese Menschen überhaupt nicht. Egos durch und durch.
das interessiert die so gar nicht. Ach, was soll man denn mit dem machen? Kann mal die nicht zu mir mein Reich schicken. Kopf, Kopf ab. Oder Kehle auf. Oder Seil um Kehle. Oder 9 mm. Oder... Nee. Nicht so brutal, bitte. Die machen sich keine Gedanken drum, dass andere leiden, weil die sich verpissen. Richtig, die verpissen sich. Immer die gleich krank sind, wegen jedem Katzenfurz. Leute, hört das auf. Nochmal, gelben Schein muss nicht sein. Tschüss. Tschüss.